Hallo zusammen, hier ist der Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, sie sind gut in die Weiken gestartet. Ich bin erst gerade aufgestanden, von dem her noch ein bisschen müde. Aber an euch hier schnell die neueste Info zu bringen in Bezug auf das neue Call of Duty, Modern Warfare 4, Modern Warfare Ghost, Modern Warfare Blümli, wie es da immer wird heissen. Mein Grund seht ihr mehr so ein bisschen, mehr oder weniger solo, also eigentlich ziemlich solo. Ein bisschen rumziegern. Ja, aber zwischendurch auch nicht ein gutes Game, aber egal, anderes Thema. Schlone ist schon fast aufs Mikrofon, wenn ich an Black Ops 2 denke. Das neue Call of Duty, der Driftor, vielleicht kennt ihr ihn ja, Ami Kommentator, tut auch so gute Vergleiche und Testvideos machen. Hat etwas erzählt, der Fistercuffs hat es auch aufgenommen und etwas darüber referiert und ja, es ist schwierig zu sagen, ob es echt ist oder nicht. Was der Driftor erzählt hat, ist eben, dass das neue Call of Duty Ghosts wird heissen. Also eigentlich weggeht vom Modern Warfare, es wird ein bisschen Zukunft spielen, aber gleich mit Waffen aus der jetzigen Zeit, in Anführungs- und Schlusszeichen, was das auch immer mal heissen. Es wird dann so sein, dass man bei den Ladebildschirmen irgendwann aus einem Flugzeug springt oder irgendwann mit Map reinkreucht. Also wie man es so ein bisschen aus dem Battlefield schon kennt. Scheint, kann man auch wieder so links und rechts um die Ecke schauen, ein bisschen rauslehnen. Das hat man ja im MW3 auf dem PC, glaube ich, noch können. Oder die Engine hat es auch noch gemacht, aber es hat keine Befehle gegeben. Oder ich weiss doch auch nicht. Die Sache ist doch einfach die, es könnte genauso gut ein Call of Duty Neandertal geben, wo sie halt in dieser Zeit unterwegs sind mit Steinschleudern und irgendwelchen Katapulten zu Spass. Die Sache ist die, es geht jetzt noch ein halbes Jahr, bis es rauskommt und immer etwa um diese Zeit, was sind wir jetzt, Ende März, Anfang April, kommen die ersten mehr oder weniger konkreten News zum neuen Call of Duty und die Gerüchteküche brodeln natürlich vom Sträubsten. Jeder will noch etwas reinschmeissen, zu viel Köche verderben der Brei. Darum bin ich gespannt, was Schluss am Ende an reellen und echten Faktoren und auch Fakten wird auf den Tisch gelegt werden. Bisher weiss man noch nichts Konkretes. Das ist eigentlich zusammenfassend, was man über das neue Call of Duty schon weiss. Es gibt jenste Spekulationen, wie immer. Aber ich stehe denen eigentlich eher mit einem Lächeln gegenüber. Weil es ist schon viel gesagt worden und wir erinnern uns noch an das Black Ops 2, wo der Cletus irgendwann mal gesagt hat, dass es schon eine Chance hat, gut zu werden. Und ja, diese Chance hat es schon gehabt. Es ist dann aber auch bei dieser Chance geblieben. Jesus Maria, ja, Black Ops 2, das grösste Debakel, was jemals eigentlich gegeben hat. Und das führt mich auch zum einzigen Wunsch, den ich vom neuen Call of Duty habe, wenn ich den überhaupt Wunsch hätte. Ist mir alles scheißegal, meine Erwartungen werden, wie schon gesagt, so tief sind, dass es eigentlich nur mehr gut werden kann, selbst wenn man irgendwie ein viereckiges Pixelklötzchen durch eine Matschlandschaft führen kann. Auch das würde ich noch okay finden. Weil die Erwartung eben so tief sein. Das Einzige in Bezug auf Multiplayer, Singleplayer ist mir egal. Und jetzt weiss ich auch, das Backups-Zeug, das ja keine Sau interessiert hat, haben sie endlich realisiert, dass das eigentlich keine Sau interessiert. Und darum wollen sie jetzt irgendetwas Neues, so Bonusspiele machen. Was noch ein schöner Zug ist, dass sie immer so ein Bonusspiel einbauen. Aber eben, es geht bei mir um einen Multiplayer. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass Connections wieder ein bisschen besser werden. Dass sie ein bisschen weggehen von der MLG Pro Gamer Vollidioten Ausrichtung, wo der David Wonderheart, der Wonderfart, einfach irgendwie extrem am Pushen ist oder auch mal gezwungen wird, das zu pushen, weil seine Chefs das sagen, ich weiss doch auch nicht. Die meisten interessieren sich ein Füchter für MLG und darum ist die Ausrichtung von Black Ops 12 das eigentlich sehr unglücklich gewesen. Skill-based Matchmaking sollte nicht mehr dabei sein. Und wenn dann die Connections ein bisschen stimmen und es einfach zum Fun gemacht ist, auch wenn es dann wieder tausende mühsame Sachen wird haben, da fällt mir ja immer etwas ein, da bin ich überzeugt, wäre das noch gute Voraussetzung, wenn die Connection einigermaßen wieder ein bisschen besser würde laufen. Ja, bin gespannt, bin wirklich gespannt, was sie jetzt hier machen. Das Jahr wird es wieder ein bisschen Gamescom-Infos geben.
Tickets habe ich schon. Ich hoffe, dass ich es da auch besuchen kann, je nachdem, was da vielleicht ein möglicher neuer Arbeitgeber von dem haltet. Aber ja, werde ich sicher auch wieder dort sein. Hoffentlich auch ein bisschen mit Unterstützung von ein paar anderen. Und dann wird man es dann vielleicht ein bisschen anspielen. Ja, ja. Man darf gespannt sein. Jetzt habe ich ja viele Sachen erzählt, die vielleicht auch ein bisschen verwirrend waren. Ich kann natürlich auch gerne Fragen stellen, wie immer. Aber was mich brennend würde interessieren, ist, ja, wie steht ihr eigentlich dazu? Weil sie haben mir ja auch schon ein bisschen Feedback gegeben, wo ich ein bisschen gesagt habe, wie ich das im neuen Call of Duty sehe. Aber ich möchte es jetzt hier gerade wieder mal aufwärmen. Freut ihr euch drauf? Seid ihr skeptisch? Habt ihr Bock auf etwas ganz anderes als Call of Duty dieses Jahr? Werden das GTA spielen, bis nach den Augen tränen. Ja. Geben wir doch ein Feedback. Würde mich echt noch interessieren. Jetzt, was euch vielleicht noch würde interessieren, ist der Buchstabe vom Tag. Und der wäre N. N wie Nippel. N wie Narbe. N wie Narr. N wie Närrisch. Ja, N. Nicole. Schönen Tag noch. Und weiterhin ein gutes Weekend. Ciao zusammen. Securing A. Orbital VSAT on standby. Orbital VSAT online. Securing A. Counter UAV on standby. UAV inbound. Alpha secure. Hostiles have destroyed your counter UAV. Securing B. I'm out. Orbital VSAT awaiting orders. Losing Alpha. Friendly orbital VSAT online. Topping off, stand by. Topping off, stand by. UAV awaiting orders. Securing Alpha. UAV inbound. All flags secured. Hold your positions. Counter UAV on standby. Hostiles have destroyed your UAV. Orbital VSAT online. Hostiles have destroyed your counter UAV. Losing Alpha. Losing Charlie. Orbital VSAT on standby.